Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Es ist schon wieder eine Nacht her. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich habe mich auch ein bisschen verändert. Ich fand die Haare hier irgendwie total klasse. Ich sollte eigentlich meine Optik verändern, also sprich meine Klamotten. Dann habe ich mir aber gedacht, schaust du noch mal eben bei den Haaren nach, weil ja, offene Haare sind halt eben schöner. Und ja, dann habe ich die gefunden. Ja, hallo Mickey, direkt der Erste kommt schon wieder angelaufen, ich merke schon. Ich habe ganz viel gesagt. Remy möchte ich natürlich auch gerne weitermachen. Aber ich wollte heute tatsächlich erstmal gucken, dass wir Goofy weitermachen können. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, das müsste seine letzte Quest sein. Dann hätten wir ihn nämlich schon mal komplett abgehakt. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja, ich helfe dir. Du hast wirklich gute Fotos gemacht, Gameplayerin. Unser Sammelalbum sieht richtig professionell aus. Mir ist allerdings aufgefallen, dass etwas Wichtiges fehlt. Kannst du mir helfen? Sicher, aber sind Sammelalben nicht etwas außer Mode? Ich habe keine Zeit. Klingt nach Spaß. Ich denke Folgendes. Oh, Goofy denkt. Trommelwirbel. Wir haben Bilder von Pflanzen, Kleintieren und Wahrzeichen und sogar ein Bild von uns. Aber uns fehlen Bilder von den anderen. Och, die habe ich doch Stalle gemacht. Ich will Fotos meiner besten Freunde, Donald und Mickey, hinzufügen. Und du solltest Fotos von Freunden, die du magst, hinzufügen. Meinetwegen. So, 6 Stück. Also Donald und Mickey und dann noch 4 andere. Ja, ich gebe zu, ich habe heute noch nicht aufgeräumt hier. Weil, Hallöchen. Selfie-Time. Die rennt doch nicht weg, wenn ich ein Selfie mache, oder? Zack. So, damit man auch was sehen kann. Ja, die muss ich auch wieder speichern. Mache ein Foto. Schön, dann haben wir das auch schon mal. Wo ist Donald denn jetzt eigentlich schon wieder hin? Der ist... Ach, da unten. Oh, ist das jetzt... Wir haben 10 Uhr morgens im echten Leben. Ich habe jetzt mittlerweile die reale Zeit an. Ich kann ein einziges Mal, kann ich wirklich um diese Uhrzeit aufnehmen und Donald schläft hier einfach oder was? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Das ist nicht euer Ernst. Jetzt können wir die Quest nicht machen, weil der schläft. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist was, was mich tierisch nervt hier. Ich meine, klar, wenn man du das bist jetzt... ein Trost für meine Augen. Komm, wir machen auch mal eben Selfie, warte. Oh, da kommt er sogar noch angelaufen. Wie guckt der denn bitte? So, müssen wir mal... Nee, ich darf nicht so blöd gucken. Ja, gut, das sieht ein bisschen scheiße aus, aber okay. Sollte ja auch noch eins sein für uns selber dann. Ja, das, also ich meine, es ist okay, sag ich mal, wenn man einfach nur spielt. Es kommt natürlich drauf an, wann man spielt, ne? Ich meine, man hat ja auch nicht immer die Möglichkeit, nur zu den gleichen Zeiten dann unterwegs zu sein. Beziehungsweise zu unterschiedlichen Zeiten. Ist hier unten gar keiner. Hallo, ich würde gerne mit jemandem ein Foto machen. Wolli, bist du wenigstens da? Wir können bei Wolli auch wieder was abpflanzen. Das ist schon mal... abpflanzen. Abernten, das ist schon mal gut, wie ihr seht. Ich habe es jetzt geschafft. Da könnten wir auch mal ein Bild von machen. Moment. So. So. Und. So. Tada! Ich gucke zwar ein bisschen selten dämlich, aber ist ja egal. Ich ernte das mal eben nebenbei ab, bevor ich das wieder vergesse. Oh, habe ich überhaupt so viel Platz? Eieiei. Ich glaube, ich habe nämlich noch einiges drin gerade. Ich habe übrigens bei Ariel was weitergemacht. Da werden wir auch bald weitermachen können. Aber ihr fehlt noch so ein Fisselchen. Das heißt, ich muss da noch bis morgen warten, damit ich da nochmal mit ihr sprechen kann. Ich habe nämlich... Oh ja, hat noch geklappt. Aber ist sehr eng jetzt. Merlin, Mickey, dich haben wir schon. Und Blitz, was für ein Bogen. Oh, was ist mit dir? Mit dir machen wir auch nochmal schnell eins. Da brauchen wir auch ein Breitbild. Also, Maui... Darf sich gerne so hinstellen. Tada. Wenn, dann will ich auch ein halbwegs vernünftiges haben. Ne? So, 4 von 6. So, das heißt, wir brauchen noch einen. Wo sind die denn alle?
Ach so, Remi ist da drin wahrscheinlich. Nee, Remi ist hier. Och, guck mal. Remi, hallo. It's Selfie Time. Remi. Naja, wird hoffentlich trotzdem. Nein, er nimmt es nicht an. Willst du mich veräppeln? Jetzt ist aber mal richtig drin. Nimmt er das jetzt an? Auch nicht. Boah. Hier drüben. Ja, dass du da drüben bist, weiß ich. Och, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ist er wieder unsichtbar? Goofy, geh doch mal weg da. Nee, hier ist er. Moment. It's Selfie Time. Juhu. Das sieht ja auch bescheuert aus. Okay. Jetzt hat er die 5. Jetzt fehlt wirklich nur noch Donald. Das, oh, das nervt. Was ist denn da hinten los? Ach, das war Maui, glaube ich. Das so, wie so ein Auto sah das gerade aus, was von rechts nach links gedonnert ist. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir wirklich mit Anna weiter. Achso, die müssen wir jetzt erstmal suchen. Mit der wollten wir ja, wenn ich mich richtig erinnere, weitermachen. Wobei Remi ist eigentlich auch... Ich will mit Anna weitermachen für die Eiskönigin, das auf jeden Fall. Aber ich will bei Remi noch das letzte Ding freischalten. Das ist gerade mein Problem. Ich würde sagen, dass wir tatsächlich erstmal uns um Remi kümmern. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Lauf doch nicht weg. Ach, der ist so klein, den übersieht man ständig. Hier drüben! Ja, ja, sag das am besten direkt. Ich habe eine Idee. Oder mehr eine Erinnerung. Es scheint, als ob es in diesem Tal überall Erinnerungen gibt. Ich kann mich noch halbwegs an ein Gericht erinnern, das ich einmal zubereitet habe. Es war gefroren. Süß. Ein Nachtisch. Es hatte etwas Magisches. Wenn es magisch ist, weiß Merlin vielleicht etwas davon. Ich könnte ihn fragen. Dir zuzuhören hat mich hungrig gemacht, stand da gerade. Das ist eine gute Idee. Wenn ihm etwas einfällt, lass es mich wissen. Ja. Hoffentlich sehen wir uns bald. Kein Thema. Achso, nein. Ich konnte es nicht mehr annehmen. Doch, jetzt. So. Merlin, bist du noch da? Natürlich nicht. Du bist jetzt irgendwo hier oben. Bist du jetzt oben oder bist du jetzt unten? Wahrscheinlich steht da oben drauf. Aber das ist nicht so ganz... Ja, doch, es steht oben drauf. Nicht so ganz ersichtlich, wollte ich sagen. Dieses Hängenbleiben an jeder Ecke. Ich kann in die Zukunft sehen. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Das ist toll. Remi denkt über Essen nach. Achso. Remi denkt über Essen nach, das sich magisch anfühlt. Faszinierend. Magisch. Süß. Gefroren. Das kommt mir sehr bekannt vor. Vielleicht habe ich schon mal mit Remi darüber gesprochen. In einer Zeit vor dem Vergessen. Das hört sich so nach Eis an, finde ich. Du solltest dir die Schriften in meiner Bibliothek ansehen. Ich glaube, es gibt ein Band über verzauberte Lebensmittel. Danke, sehr freundlich von dir. So, wir könnten jetzt mal das Handy wegtun, ne? finde Merlins Notizen. Jetzt sind wir schon wieder alles durcheinander am Machen, was ich nicht wollte. Aber was soll ich machen? Dieser saudumme Donald ist am Schlafen. Ich verstehe es nicht. Ich meine, einmal ist man tatsächlich tagsüber am Aufnehmen und dann schlafen die wieder. Oder immer noch. Oder was auch immer. So. Oh, ich habe ja nicht mehr viel Platz. Stimmt ja. Hallo? Notizen habe ich. Achso, sammle gereinigte Nachtscherben für das Rezept. Ja, aber ich kenne das Rezept doch gar nicht. Ich durfte es nicht öffnen. Hallo? Muss ich die jetzt sammeln oder reicht es, wenn ich die jetzt raushole? Also da kann man sich nie so ganz sicher sein, muss ich dazu sagen. Ach so, Moment. Gereinigte Nachtscherben. Waren die Rosanen jetzt gereinigt oder waren das nur die, die ich dann gemacht habe? Nee, das sind Traumscherben. Ja. Dann werde ich aber sagen, dass ich mal ganz schnell ein paar Sachen hier loswerde. Dass wir zumindest ein bisschen mehr Platz haben. Ist hier auch noch was Platz? So. Achso, halt. Nee, der passt da nicht mehr rein. Also bei den blauen Blubberblasen, da kriegt man wirklich diese roten Fische immer mal wieder. Allerdings kommen die nicht allzu häufig. Das ist mir schon
gefallen. Jetzt kriege ich auch noch Schluckauf. So, Moment, jetzt muss ich mal eben gucken, habe ich da noch was? Ach, jetzt ist das auch wieder voll. Oh. Und ich habe noch nicht gesammelt. Ich kann noch nicht die Sachen... Kann ich das jetzt? Nee, ich kann es nur übertragen. Wieso darf ich das nicht erlernen? Habe ich mir jetzt... ich habe drei rausge... Nee, drei habe ich eingesammelt. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Achso, die könnte ich mal eben zurücktun. So. Ich sollte vielleicht wirklich die Werkbank mal reinsetzen. Oder alles andere raussetzen. Ich weiß es nicht. Nee, nicht Dreamlight. Gereinigte Nachtschicht. Achso, dann... Ach, die brauche ich gar nicht rauszuholen. Na toll. Drei waren das, glaube ich, ne? Ach, ja, ich bin total erkältet. Mein Kopf ist ein bisschen Matsche deswegen und ja. Und ich bin nie um eine Ausrede verlegen. Nein, Quatsch. Finde jemanden, der die gereinigte Nachtscherbe in Pulver verwandeln kann. Ja, da kenne ich nur einen, der das schon mal gemacht hat. Nämlich Wally. Wehe, der schläft. Ich meine, er ist ein Roboter, der darf nicht schlafen. Wally! Nein, nicht abhauen. Nicht abhauen. So. Kannst du mir die zerkleinern, bitte? Hi, Wally. Könntest du mir einen Gefallen tun und diese Scherben zu Pulver zermahlen? Tada! Danke, Wally. Yippie! Das ist so süß. Es ist wirklich einer meiner Lieblinge. Was? Stelle Matscheis her. Also ich nehme mal an, dass... Achso, warum laufe ich eigentlich? Ich nehme mal an, dass ich das kochen muss, oder? Und was zur Hölle ist Matscheis? Das hört sich so seltsam an. Matscheis. Das müsste aber dann noch direkt... Okay, ich koche das anscheinend nicht. Anscheinend mache ich das über die Werkbank. Weil normalerweise müsste das ja schon zu sehen sein. Am Anfang. Matscheis unter funktionale Gegenstände. Was ist denn daran funktional? 15 Schneebälle. Oh, gut, dass ich nochmal ein paar gekauft habe beim Christoph. Ja, super. Ich dachte, man verwendet die vielleicht später mal für irgendwas. Aber für Matscheis, darauf bin ich nicht gekommen. Bringe Remy den Gegenstand. Wo haben wir dich denn? Remy. Kleines Schweinchen, wollte ich gerade sagen. Kleine Ratte. Wo ist sie denn? Beziehungsweise, wo ist er denn? Da. Auf. Bleib nicht überall hängen. Hallo. Hi. Bonjour. Okay, wir haben Eislush. Es schimmert. Ich frage mich, ob es überhaupt schmilzt. Mm-hmm. Nun, wir sollten es mit einem klassischen Rezept ausprobieren. Vanilleeis. Hast du Lust, das zu übernehmen? Hier ist das Rezept. Ach, ist das das, was ich eingesammelt habe? Au revoir. Nee, das heißt bonjour. Wo hast du kochen gelernt? Hast du... Das haben wir ja schon mal gehabt mit Gusto. Oh. Ja, habe ich von gehört. Huh. Ich habe viel von ihm gelernt über gutes Essen, Gesundheit und Mut, gutes Essen, alles zu genießen. Alles zu genießen, glaube ich, ne? Danke. Genau. Lass uns nicht abhängen. Du hast das höchste Level. Ach, ich brauche dich gar nicht mehr. Okay. Hoffentlich sehen wir uns bald. Gut, bereite eine Schüssel Vanilleeis zu. Dann gehen wir doch mal eben schnell dahin. Das ist nämlich jetzt direkt um die Ecke. Ich hoffe mal, dass... Ich habe zwar gedacht, das wäre was anderes, aber wir können Slush-Eis kaufen. Ich habe zwar nicht mehr viel Geld gerade. Ich hoffe, ich muss gerade nichts anderes kaufen. Weil ich kann die Kürbisse noch nicht ernten. Ich bin heute viel, viel, viel zu früh dran.
wie hieß das jetzt nochmal, was ich machen sollte? Irgendwas mit Eis. Scheiße. Moment. Vanilleeis. Ach genau, Vanilleeis. Ich habe doch das Rezept dafür bekommen, oder? Dass man das automatisch... Oder auch nicht. Ich habe so viel mittlerweile. Ich weiß es nicht. Achso, ich hätte direkt anders nachgucken können. Fällt mir gerade auf. Aber Vanilleeis ist nicht drin. Hä? Oder kann ich jetzt das Rezept vielleicht lesen? Immer noch nicht. Verwandle Schnee und gereinigtes Nachtscherbenpulver in eine gefrorene Delikatesse. Ja, das Problem ist... Also für Vanilleeis, denke ich mal, brauchen wir ja auch Vanille. Wo kriegen wir die denn her? Weil wir haben jetzt nur dieses Slush. Wo ist das? Slush-Eis. Perfekte Zutat für einen kalten Genuss am heißen Tag. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Vanille müsste normalerweise auch Milch dabei sein, würde ich sagen. Ach, hier oben. Och, nein. Och, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen, Leute. Echt. Okay, also Slush. Ja, gut, brauchen wir jetzt hier gar nicht reinzugucken, sondern können wir ja dann automatisch auffüllen lassen. Och, Mann. Ist das jetzt... Ja, es ist hier unten. Okay, dann nehmen wir das Rezept. Zack. Das können wir auch nicht anders ersetzen. Okay. Ach, das war jetzt... Das war jetzt unnötig gerade. Okay. Vanilleeis. Bitteschön. Was habe ich jetzt hier schon wieder? 3 Sterne oder besser. Kehre zu Remi zurück. Der war doch gerade noch hier. Moment. Hä? Ich kann die Karte nicht machen. Remilein. Da bist du ja. Nicht weglaufen. Nein. Bleib stehen. Hallo. Vanilleeis. Ein herrlich süßer Geschmack. Nicht umsonst ist es ein Klassiker. Gameplayerin, du hast viel Zeit bei mir in der Küche verbracht. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du dein eigenes Küchenregal bekommst. Ja, das wollte ich zuletzt aufhängen und habe dann festgestellt, dass ich ihn noch gar nicht zu Ende gemacht hatte. Dadurch fühlt sich die Küche in deinem Haus wie eine richtige Restaurantküche an. Aber du weißt, dass du hier immer willkommen bist, um mit mir gemeinsam zu kochen. Sehr schön. Ja, heißt es, wir haben ihn jetzt durch? Oh, ja, schade. Also irgendwie schade, weil Remi ist jetzt durch, aber... die Richtung. Aber das heißt dann auch gleichzeitig... Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Ja, ja. Aber das heißt... Oh, Goofy! Du alter Stalker! Lass mich in Ruhe. So, meine wunderschöne Küche. Ich habe halt noch keine wirklichen Küchenaccessoires. Ich habe schon wieder vergessen, was ich jetzt reintun wollte. Dieses Küchenregal da von Ihnen. Ah, genau, das hier. Das, wo tut man das denn hin? So da drüber vielleicht? Das könnte man, aber so ein bisschen, machen wir lieber ein bisschen höher so, ne? Komme ich zwar nicht ran. Ja gut, unten komme ich ran. Oben dann nur, wenn ich irgendwelche Hilfsutensilien benutze. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Also doch, ich bin damit zufrieden. So, jetzt gucken wir mal eben. Also, Anna möchte ich jetzt in der Folge ehrlich gesagt nicht mehr anfangen, weil ich denke, dass die wahrscheinlich auch was länger braucht. Das hoffe ich zumindest, weil ich gern die Sachen von und für Anna mache. So. Ich habe Anna aber noch nicht gelevelt, glaube ich, ne? Konnte ich, glaube ich, noch nicht. Nee, ich habe die noch nicht gelevelt. Christoph hätte ich gelevelt. Mit dem, können wir mit dem eigentlich auch weitermachen? Nee, da war irgendeine Abhängigkeit, ne? Genau. Da müssen wir Anna und Elsa machen. Ja, Elsa kann ich ja noch nicht, wenn ich Anna nicht gemacht habe. Ah! Das ist alles so aufeinander aufbaut. Ich meine, das ist schön irgendwie, aber es kann einen noch wahnsinnig machen, wenn man zu etwas Speziellen hin möchte. Minimaus. Minimaus, was ist mit dir? Dich konnte ich nicht leveln, weil du die ganze Zeit eine Quest für mich hast, ne? Ja. Ja, ja. Die konnte ich dann noch nicht weiter leveln. Okay. Was mit Donald ist, weiß ich noch nicht so genau.
Er hat doch irgendwas. Das könnten wir noch mal eben gucken. Weil das würde mich jetzt mal interessieren. Ich weiß nicht, ob er eine Quest für uns hat. Wenn ja, bin ich jetzt gearscht. Ach nee, er ist ja am Schlafen gewesen. Ne? Oh, kann ich jetzt schon wieder nicht machen. Mann! Geht mir das auf die Nerven. Ach nee, jetzt kann ich wieder nicht scrollen. Oh, aber ich sehe gerade hier oben. Mein Feld ist endlich aberntebar. Jetzt habe ich ein Problem. Moment, dann müsste ich jetzt mal eben Wolli holen, weil der ist ja abgeschlossen. Wolli, komm mal her. Wolli. So, lass uns abhängen. Ja. Können wir irgendetwas machen? Moment, ich mach mal das als aktive Aufgabe rein. Kommt er mir dann ständig hinterher? Weil ich will nicht, dass Goofy mir jetzt dauernd hinterherläuft. Nein. Hinterherläuft, weil das ist ziemlich nervig. Ich weiß noch nicht, ob Dagobert dann jetzt gleich hier... wo bin ich denn jetzt hingeportet? Da wollte ich gar nicht hinporten. Wieder total verwirrt heute. So, also. Ich wollte euch das nur mal eben zeigen, was das für einen Ertrag bringt. Wir haben jetzt etwas über 1000 Euro drin. Wir haben jetzt noch keine Kürbisse, die müssten wir dann noch kaufen. Das ist aber nicht schlimm. Die Sachen tue ich mal weg, damit ich Platz für die Kürbisse habe. So, das heißt, dieses Feld, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das heißt 70, ja, fast 80 sind da drauf insgesamt. Das ernte ich jetzt mal eben schnell frei. Nur um euch das mal zu zeigen. So. Komm, mach! Mann, wie oft muss man da drauf drücken, damit die das endlich annimmt? Die sind vor allen Dingen so groß irgendwie. Wenn die da so rausplöppen, hat man überhaupt gar keinen Platz mehr für nichts. So. Mich nervt das auch total, dass man hier diese hellen Stellen nicht wegkriegt. Ich habe mich da mal im Internet schlau gemacht, ob es da irgendeinen Trick bei gibt, wer hier wohnen könnte. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, das sieht mir so nach Cinderella aus, wegen den Kürbissen. Und tatsächlich, da hat einer was, also auf einer Seite im Internet habe ich was gelesen. Ich glaube, waren das nicht die, die man einsammeln muss ganz schnell? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich was gelesen, dass das wohl tatsächlich Cinderella mal werden soll. Was natürlich ziemlich cool ist. Oh, wir haben eine Erinnerung. Was aber auch wieder blöd ist, weil die dann wahrscheinlich mit ihrer Quest dafür sorgen wird, dass man hier diese Dinger endlich mal entfernen kann. Hoffe ich zumindest. Also diese Flammen hier, weil wir haben das ja schon ausprobiert mit Wasser, also mit der Gießkanne und alles. Das klappt ja alles nicht. Ich muss hier echt mal den Baum wegstellen. Jedes Mal, wenn ich mich drehe, sehe ich hier nichts mehr. Och, ja. Ich hab's, beim Laufen habe ich es noch gesehen. Das waren rote. Okay. Oh, da ist noch eine Erinnerung. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Keine Erinnerung. Aber 20 Gold, das ist auch okay. So. Und ich denke mal, dass Cinderella, also die Cinderella-Quest, die noch kommen wird, Cinderella ist ja auch im Trailer drin, gehe ich mal stark davon aus, dass man dann mit ihr wohl hier verschiedene Quests im Wald machen soll. Und entsprechend dann hoffentlich auch, ja, hallo, hoffentlich auch diese ja, Feuer, sage ich mal, hier wegkriegt. Weil das nervt mich schon ganz schön. Man kann ja auch nicht vernünftig bauen und nichts. Man muss hier um das Feuer immer rumlaufen. So, das nehmen wir noch mit. Das war Erde, okay. Ja, Wolli, wenn ich jetzt wieder woanders hinrenne, dann denkst du dir, ach ja, die rennt jetzt woanders hin, dann kann ich ihr mal Kürbisse in der Ecke hinlegen. Aber man kriegt halt sehr viel. Jetzt muss ich dazu sagen, man verdient natürlich mehr, wenn man jemanden dabei hat, wie jetzt Wolli beispielsweise, der erstens die Gartenarbeit beherrscht und zweitens in dem Fall jetzt auch voll auf Höchststufe ist. Übrigens, ich habe auch die Höchststufe erreicht, nur mal so nebenbei. Das sind jetzt 162. Nee, Moment. Hier sind auch nochmal 50. Ja, 212 Kürbisse. Ja, ich habe keinen übersehen. Die wir jetzt geerntet haben mit dem kleinen Feld. Das ist schon krass, weil nur knapp die Hälfte davon eigentlich hier drauf sind. Schön, dich zu sehen. Die verkaufen wir jetzt.
Ich habe noch Kürbisse, glaube ich, drin. Also kann ich die theoretisch alle verkaufen. Dadurch kriegen wir etwas über 40.000. Was richtig krass ist. Ne, wir haben jetzt mehr bekommen. Wir haben jetzt 100. Ach so, ich habe die 1 konnte ich gar nicht sein. 140.000 haben wir jetzt in einem bekommen. Also ich kann euch das wirklich absolut nur empfehlen. Jetzt muss man dazu sagen, man sollte natürlich jetzt neue Kürbissamen wieder kaufen. Ja, ich kaufe mal 100. Das reicht auf jeden Fall für so ein kleines Feld. Achso, ich muss ja wieder Escape drücken. So, da war irgendwas mit 200, habe ich gerade weggeklickt. Das war jetzt zu schnell. So, und wenn man das Ganze dann natürlich hier wieder anpflanzt, dann hat man auch wieder diesen Grundstock an Geld. Aber unterm Strich haben wir jetzt trotzdem noch 114.000, naja, sagen wir 113.000, 1.000 hatten wir ja drin, haben wir immer noch übrig behalten. Und das finde ich richtig, richtig heftig. Weil, also im positiven Sinne, weil wir wissen ja, wie viel wir mit den Karotten bekommen haben. Das waren so, ich weiß es nicht mehr, 12.000 oder so, wenn es gut lief, mit diesem riesigen Feld. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn es irgendwie geht, schaltet euch die Ebene hier frei. Das vergessene Land. Da kommt ihr eigentlich relativ einfach hin. Also wenn ihr am Anfang hier die sonnige Ebene heißt das, ne? Wenn ihr die freischaltet am Anfang und dann hier oben das freischaltet, wobei das sehr teuer war, muss ich dazu sagen, dann könnt ihr auf jeden Fall hier hin. Und das ist ja unabhängig. Also ihr müsst hier keine Story oder so machen. Ihr könnt dann einfach Goofys Stand hier hinsetzen. Im Idealfall natürlich auch noch hier diesen Brunnen freischalten. Und mit dem kleinen Feld so im Vergleich, also die Karotten sind vielleicht dreimal so groß, kriegt ihr halt schon so eine Menge. Und das finde ich richtig, richtig heftig im positiven Sinne. Ich möchte nicht die ganze Zeit dieses Samenpflücken angezeigt bekommen. Mann, deswegen stelle ich mich doch schon hier hin. Ja, meine Optik passt übrigens irgendwie sehr geil hier in den Wald rein, fällt mir gerade so auf. Ich würde sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge wirklich mit Anna weitermachen. Es kann sein, wenn Donald dann vielleicht mal die Gnade hat, wach zu sein. Ich gucke nochmal eben schnell, aber ich glaube nicht, dass er jetzt wieder wach ist. Ich habe es gerade gesehen, er war noch am Schlafen, hier unten. Da, er ist noch am Schlafen. Wenn er dann mal die Gnade hat, wach zu sein, dann würde ich sagen, schieben wir das davor, dass wir dann noch eben das Foto machen. Und ich glaube, dann können wir das Ganze auch abschließen, relativ schnell. Also, ja, ich denke mal nicht, dass wir so lange dann für die Quest brauchen. Ich hoffe mal so vielleicht auf ein paar Minuten oder so. Und dann haben wir noch die ganze restliche Folge, dass wir die da mit Anna verbringen können und ihrer Quest, schrägstrich ihren Quests, wobei gelevelt ist sie ja noch nicht. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!